Der türkische Präsident Erdogan sieht wieder Krieg. Seit vergangenem Samstag greift die türkische Armee den Kanton Afrin in Nordsyrien an. Laut türkischen Regierungsvertretern sollen in Afrin Terroristen bekämpft werden. Tatsächlich wird in Afrin das Gesellschaftsmodell, das hinter der Demokratischen Föderation Nordsyrien steht, Basisdemokratie, Frauenbefreiung und Ökologie. Und tatsächlich bekämpft wird in Afrin noch die YPG und die YPJ. Die Kräfte, die in den letzten Jahren den erfolgreichsten und entschlossensten Kampf gegen den Islamischen Staat geführt haben. Der Krieg in Afrin wird zudem hunderttausende Menschen in die Flucht treiben. Viele davon sind bereits aus anderen Teilen Syriens nach Afrin geflohen. Wir protestieren gegen den Einmarsch der türkischen Armee in Afrin. Dort kämpft die türkische Armee auch mit deutschen Waffen, Leopardpanzer, G3-Gewehre und Geschütze aus deutschen Waffenschmieden. Die deutsche Bundesregierung ist also direkt mitverantwortlich für die türkischen Kriegsverbrechen in Afrin. Mit unserem Protest möchten wir ein Zeichen gegen eine erneute Eskalation des Krieges in Syrien setzen. Wir fordern Frieden in Afrin, Flugverbotszone für Afrin, Solidarität aller Demokratinnen. Deutsche Panzer raus aus Kurdistan! Deutsche Panzer raus!